In dem nun folgenden Schulungsvideo demonstrieren wir den Erwachsenen-Reanimationsalgorithmus des DRK-Kreisverbandes Berlin-Zentrum unter Verwendung eines automatisierten externen Defibrillators, kurz AED, und der supraglottischen Atemwegshilfe, IGEL. Wir legen dabei besonderen Wert auf die möglichst unterbrechungsfreie Durchführung der Herzdruckmassage, um die sogenannte No-Flow-Time auf ein Minimum zu reduzieren. Hallo, schönen guten Tag, Deutsches Rotes Kreuz. Hallo, können Sie mich hören? Machen Sie mal die Augen auf. Hallo. Die Patienten reagieren nicht auf Ansprache. Ich überprüfe die Atmung, Mund ist soweit frei. Absaugbereitschaft hergestellt? Perfekt. Dann machst du den Oberkörper bitte mal frei. Okay. Keine Atmung, Reanimation. So, ich bereite den Gehen. Boah, du drückst einfach weiter, bis wir die erste Frühanalyse haben, ja? Ja. Analyse deutlich. Okay. Achtung, weg vom Patienten, Analyse. Patienten nicht beruhigen. Ja. Wir machen die Atemwegssicherung mittels IGEL. Ja. Schock empfohlen. Okay, Peter hat einen Schock bereitgestellt. Ja. Achtung, alle weg vom Patienten. Achtung, Schock und weiter. Ich setze dir den Eichel. Ja. Ab jetzt 2 Minuten circa, Theresa, ja? Mhm. Drücken, drücken, drücken. Gut, einmal Stopp bitte für die Kontrollbeatmung. Stopp. Und weiter. Ich bereite den Sauerstoff noch vor. Ja. Noch 55 Sekunden. Sauerstoff 15 Liter läuft. 15 Liter. Und noch 30 Sekunden. Okay. In der nächsten Analyse wechseln wir. Ich gehe auf die linke Seite vom Patienten. Ich räume dir hier noch schnell was auf die Seite. Okay, du kümmerst dich um den nächsten Schock, sofern wir ihn brauchen. Und Notruf. Ja. Ja? Sehr schöne Herzmassage. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, bitte weg. Patienten nicht berühren. Analyse läuft. Patienten nicht berühren. HLW starten. Schock empfohlen. Schock wird geladen. Nicht berühren. Achtung, weg vom Patienten. Achtung, Schock. Setz den Notruf ab. Wir sind in der Chausseestraße 84 in Berlin-Mitte. Im Erdgeschoss den Vordereingang benutzen. Ja, beim DRK klingeln.
Wir haben einen Patient, ca. 25 Jahre männlich, leblos aufgefunden. Wir haben die Reanimation schon eingeleitet. Ja, wir haben Defibrillator. Okay, tschüss. Sind unterwegs? Ja. Zur Überprüfung der Atmung wird zunächst der Mundraum auf erkennbare Fremdkörper hin kontrolliert und dann der Kopf vorsichtig nackenwärts gebeugt, um die Atemwege freizumachen. Im Anschluss wird 10 Sekunden lang kontrolliert, ob eine ausreichende Atmung vorhanden ist. Währenddessen sollte parallel eine Absaugbereitschaft hergestellt werden. Um den AED zum Einsatz zu bringen, wird dieser zunächst eingeschaltet und dann, so noch nicht geschehen, der Brustkorb der zu behandelnden Person freigemacht. Im Bedarfsfall müssen die Defibrillationselektroden noch mit dem Gerät verbunden werden. Anschließend erfolgt die Platzierung der Defibrillationselektroden rechts oberhalb des Brustbeins, unterhalb des Schlüsselbeins sowie auf den linken Brustkorb unterhalb der Achsel etwa auf Höhe des unteren Brustbeins direkt auf die möglichst trockene Haut. Während der Analysephase sowie der unmittelbaren Schockabgabe dürfen zu behandelnde Personen nicht berührt werden. Die Unterbrechung der Herzdruckmassage ist jedoch auf ein Minimum zu beschränken. Im Rahmen unseres Algorithmus erfolgt bei der Frühanalyse noch kein Positionswechsel, jedoch fortan in jeder Analysephase, also alle 2 Minuten. Die optimale Drucktiefe der Herzdruckmassage beträgt 5 bis 6 cm. Die Druckfrequenz zwischen 100 und 120 Mal in der Minute. Es ist zudem auf eine vollständige Entlastung des Brustkorbes zwischen den einzelnen Kompressionen zu achten. Während der Platzierung des IGEL muss die Herzdruckmassage ununterbrochen fortgeführt werden. Es empfiehlt sich, das benötigte Material, Resuspack, Beatmungsbeutel mit Filter und Gänsegurgel sowie, falls vorhanden, Sauerstoff entsprechend vorzubereiten. Die erforderliche Größe des IGEL bestimmt sich durch das geschätzte Körpergewicht der zu behandelnden Person. Der IGEL wird nach Vorbereitung aus der Verpackung und dem Formstabilisator entnommen, das Gleitmittel auf den Formstabilisator aufgebracht und anschließend der IGEL damit benetzt. Es ist darauf zu achten, den IGEL möglichst nicht anderweitig zu kontaminieren. Nach nackenwärts gebeugter Lagerung des Kopfes wird der Mund geöffnet und der IGEL am harten Gaumen entlang eingeführt. Dabei kann es initial zu einem leichten Widerstand kommen, welcher durch vorsichtige Drehbewegungen am IGEL bzw. Veränderung der Kopfposition überwunden werden kann. Der IGEL wird so lange in den Mundrachenraum eingeführt, bis ein federnder Widerstand zu spüren ist und die Zähne etwa auf Höhe des integrierten Beißkeils liegen. Im Anschluss wird der Beatmungsbeutel mit dem IGEL konnektiert und eine kurze Lagekontrolle mittels eines Beatmungshubes durchgeführt. Hierzu muss die Thoraxkompression kurzzeitig unterbrochen werden, um die Bewegung des Brustkorbs bei erfolgreicher Beatmung beurteilen zu können. Sollte die Lagekontrolle nicht erfolgreich verlaufen, kann der IGEL einfach in seiner Position etwas verändert werden. Die Herzdruckmassage wird unmittelbar wieder aufgenommen, während der IGEL nun fixiert werden kann und, so nicht bereits geschehen, noch Filter und Gänsegurgel zwischen IGEL und Beatmungsbeutel installiert werden können. Nun kann eine kontrollierte, von der Herzdruckmassage unabhängige Beatmung mit einem Beatmungshub etwa alle 6 Sekunden eingeleitet werden. Eventuell vorhandener Sauerstoff wird mit einem Fluss von 15 Litern in der Minute angeschlossen. Während der Schockabgabe durch den AED trägt die bedienende Person die Verantwortung für die korrekte und sichere Durchführung der Defibrillation. Der Blick der bedienenden Person muss dabei auf die zu defibrillierende Person gerichtet sein, um die Sicherheit aller Beteiligten sicherzustellen. Laute und verständliche Kommandos wie zum Beispiel "Achtung, alles weg! Achtung, Schock! Weiterdrücken!" erleichtern hier die Kommunikation im Team und tragen dazu bei, die Herzdruckmassage für die Schockabgabe nur möglichst kurz zu unterbrechen und sofort danach wieder aufzunehmen.